Um diesen Code zu entcoden, das Thema natürlich das gesunde Büro, möchte ich euch allen erstmal ein bisschen was über das Büro erzählen und über ein paar von unseren Projekten und damit vielleicht ein bisschen an diesen Code näher kommen. Die grundsätzliche Frage, die wir uns aber auch wirklich heute auch stellen und schon gestellt haben, ist, was zeichnet den gesunden Büroarbeitsplatz eigentlich aus? Was ist es? Die Architektur, die Kommunikationstechnologien, das Essen, das Büro an sich, wie sitze ich, wie arbeite ich, worauf sitze ich, welche Möbel werden verwendet, wie ist das Umfeld eines Arbeitsplatzes, was für andere Möglichkeiten bietet mir den Arbeitsplatz auch, dort mich zu entspannen, Power zu nappen oder nachzudenken. Und wie gestaltet mein Arbeitgeber und der Arbeitsplatz auch, dass ich eine gute Work-Life-Balance erzielen kann? Gibt es Aktivitäten um die Arbeit herum, soziale Aktivitäten, die angeboten werden, Sportmöglichkeiten, all diese Sachen spielen alle eine vielfacetierte Rolle, wenn es um den Arbeitsplatz an sich geht. Und das Thema ist nicht neu. Da haben sich schon viele, viele kluge Köpfe ihre Gedanken gemacht aus verschiedensten Epochen. Ich glaube, wir wiederbeleben einfach wieder mal die Diskussion, um auch wieder den Menschen ins Zentrum zu stellen und nicht nur die Produktivität und Leistungsfähigkeit, die natürlich auch irgendwo immer ein Hintergedanke sein wird und sein muss. Ein erstes Beispiel, einfach so ein bisschen zu provozieren, das ist ein Gebäude für eine öffentliche Verwaltung, ein Rathaus, das wir 2009 in Dänemark fertiggestellt worden sind, wo 800 Mitarbeiter wirklich zusammen in einem Raum sitzen. Und diese Idee nicht des Großraumbüros, denn hier sind es auch sozusagen Zonen aus Teambüros, 6 bis 10 Mitarbeitern zu leben, glaube ich, gibt es zwei wichtige Faktoren, die für ein gesundes Büro ausschlaggebend sind. Und der allerwichtigste ist die gute Akustik. Und auch in diesem Bürogebäude sieht man, also Gangzonen werden in Teppich ausgeführt. Damals war es noch die Zeit in Dänemark, wo es verpönt war, Teppich ins Büro zu legen. Also da hatten wir schon lange Diskussionen mit dem Bauherrn auch, dass wir das in Gang machen. Und alle Oberflächen, die man hier sieht, auch die weißen Oberflächen, die Decken sind alle hyperinstalliert mit akustisch dämpfenden Materialien. Und das ist der Erfolg, dass wir uns auch nach Jahren als Architekten in dieses Haus trauen und von den Mitarbeitern wirklich positiv empfangen werden. Denen geht es da gut, die fühlen sich dort wohl. Und ein anderer Faktor ist, dass es in Dänemark durch das dänische Arbeitsschutzgesetz schon seit langem einfach eine Pflicht für Hebesenketische gibt. Die gibt es in Deutschland noch nicht. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass es das immer noch nicht gibt, weil darin wahnsinnig viel an Gesundheit oder Gesundheitsvorsorge geführt werden kann, indem ich mich im Tage mal aufstelle, meine Arbeitshaltung verändere und damit eben auch meinen Arbeitsalltag variiere. Also, schon mal zwei Faktoren. Wer sind wir? Schon angedeutet, wir sind ein Kopenhagener Büro. Unser Sitz ist Hauptsitz ist in Kopenhagen. Ich bin der Vertreter des Münchner Büros. Wir haben jetzt auch seit letztem Jahr, 2017, ein Büro in New York. Ansonsten Standorte in Riyadh, Hongkong, Oslo, Faroe Islands und in München, habe ich schon gesagt, genau. Wir machen so ziemlich alles in verschiedensten Maßstäben, vom Masterplan bis zur Türklinke. Wir machen Urban Development, wir machen Stadtentwicklung, wir machen Bürogebäude in vieler verschiedener Ausfertigungen in verschiedenen Ländern. Wir kommen aus dem Bildungsbausektor. Christine Kohler hat es schon erwähnt, wir haben zusammen die Frankfurt School of Finance hier in der Adichkesallee hier in Frankfurt entworfen und jetzt fertiggestellt letztes Jahr. Und wir schaffen auch Kulturgebäude. So, wir haben ein relativ breites Spektrum, was so die Architektur angeht. Und was für uns wichtig ist, ist, dass wir jetzt immer mehr gesehen haben, dass es ganz bedeutend für unsere Arbeit ist, dass wir die Arbeit als Architekten mit einer Forschung innerhalb von Nachhaltigkeit und innerhalb von verschiedenen Parametern, die wir als Architekten beherrschen, aber noch nicht so quantifizieren können, verbinden. Das heißt, also, wir haben eine eigene Abteilung mit Architekten und Ingenieuren, die sich damit beschaffen, wie können unsere Entwürfe nachhaltiger, besser und besser für den Menschen werden. Zum Beispiel Tageslichtplanung, Tageslichtvermessung, Forschung in Materialien, Forschung in verschiedenen Recycelfähigkeiten von Materialien und so weiter. Das findet sozusagen bei uns im Büro statt, mit einer Zusammenarbeit oft mit der Dänischen Technischen Universität in Kopenhagen, aber so, dass wir diese Erfahrungen und dieses Wissen direkt in unsere Arbeit auch implementieren können.
viele Architekten unter euch, die hier sitzen, wissen, als Architekt beschäftigt man sich mit Tageslicht, mit Räumen und Tageslicht. Wie fällt Tageslicht in den Raum ein? Wie verändert er die Räumlichkeit? Wo fällt das Tageslicht auf? Welche Oberflächen gibt es und so weiter? Das sind so die Grundkünste des Architekten, würde ich mal sagen. Die müssen wir beherrschen. Aber was für uns auch ganz wichtig wird und was in dieser heutigen Zeit auch wichtiger ist, dass wir zu diesem qualitativen Umgang, den wir als Architekten haben, auch eine Quantifizierung bieten können. Wir müssen eine Tageslichtberechnung machen können, um nachzuweisen zu können, dass es auch wirklich genug Tageslicht von so und so vielen Metern Abstand zur Fassade geben kann. Man kann nicht einfach sagen, ich glaube schon, dass das so ganz nett ausschauen könnte und das qualitativ machen kann, sondern wir müssen es verifizieren. Und dafür haben wir auch sozusagen eigene Spezialisten, die das dann machen können, um dann eben auch wieder auf die Bedeutung des Tageslichtes zu kommen, die natürlich, wenn man aus Skandinavien kommt, eine ganz andere Wertigkeit hat, als wenn ich über Tageslicht in Riad rede. Ganz logisch. Also Tageslicht in Skandinavien hat eine ganz andere lebenserhaltende oder lebensverbessernde Funktion. Man geht so ein bisschen in sich, wenn es Winter ist, und man öffnet sich total auf und die Leute sind lebhaft, wenn es Sommer wird und das Licht kommt. Man spürt es richtig an Städten wie Kopenhagen oder Oslo, dass da im Sommer wirklich da was los ist und die Leute sofort natürlich dann auch das Tageslicht suchen, um eben auch dann die biologischen Faktoren und die ganzen Faktoren dann auch für sich aufzubereiten. Aber es gibt auch ökonomische Faktoren. Tageslicht spart Strom. Und Tageslicht verbessert auch die Arbeitsqualitäten und die Konzentrationsfähigkeit für sowohl Schüler und so weiter und auch Mitarbeiter. Das ist nicht nur etwas, was sozusagen qualitativ darzustellen ist, sondern es ist auch wirklich bewiesen, dass durch Tageslicht die Produktivität erhöht wird. Dass durch Tageslicht das Lernvermögen von Kindern erhöht wird. Und wenn Kinder gut lernen können, dann können sie Erwachsene auch. Das heißt also, diese positiven Effekte, die das Tageslicht auf uns, auf unseren menschlichen Organismus gibt, mit den Unterschiedlichkeiten in den Intensitäten, über den Tagesablauf, je nachdem, welches Wetter ist, dieser Einfluss wirkt auf uns Menschen, auf unseren menschlichen Organismus positiv und führt dazu, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir besser arbeiten oder lernen können. Oder dass Patienten besser regenerieren. Der positive Effekt in einem Krankenhaus in Norwegen, als Patient ins Grüne schauen zu können und damit den Bezug nach außen zu haben, ungeheuer wichtig, sehr, sehr lange vernachlässigt in vieler Architektur. Und was uns ganz, ganz besonders beschäftigt, ist nicht nur das Licht, sondern auch das gesamte Mikroklima, was auf den Menschen wirkt. Also das Mikroklima, das gefühlte Klima sozusagen, was ich als Person habe, ist eine Summation aus verschiedenen Einflussfaktoren, wie Wind oder Sonne, wie Zugerscheinungen und so weiter. Und ich gebe zwei Beispiele dafür, wie wir dort arbeiten und wie wir diesen integrativen Ansatz der Forschung in unsere Entwürfe reinbringen. Wir haben den Wettbewerb gewonnen für einen großen Masterplan in Riad, also wirklich in der Wüste, wo Temperaturen herrschen, die unmenschlich sind und gefährlich sind für uns Menschen, haben wir einen großen Masterplan für einen Financial District gemacht, der jetzt hier im Werden ist, circa 3,5 Millionen Quadratmeter BGF-Fläche, verteilt auf verschiedene Gebäude. Und wir haben eigentlich sozusagen die Tugenden der italienischen Altstadt genommen, die Häuser zusammengerückt, damit dort dazwischen Gassen entstehen, die natürlich heutzutage eine andere Dimension haben als in Siena, aber trotzdem Gassen sind, die verschattet sind, die neue Räume, die Räume bilden, die neuen Lebensqualitäten bilden. Und es gibt dort lokale Winde, die besonders nachts aus der Wüste wehen, und diese Winde haben wir so angewendet, dass wir die Volumetrien der Gebäude so gestellt haben, dass diese Winde auch durch diese Gassen, durch diesen Stadtteil durchwehen können, um damit sozusagen einen Kühleffekt auszulösen, dass es da sozusagen immer wieder eine leichte Brise gibt, die durch diesen Stadtteil weht. Und diese Straßenräume sind wirklich auch für den Fußgängerverkehr gedacht und sind so auch so geplant. Wir haben dann auch noch ein sekundäres Erschließungssystem oben drüber. Diese Brücken sind 98 Brücken, die wir dann gezeichnet haben, die sozusagen die verschiedenen High-Rises auf einem Niveau verbinden, sodass ich wirklich fußläufig bei jedem Wind und Wetter mich von A nach B, von einem Turm zum nächsten bewegen kann. Und wir hatten unsere Kollegen dort, um das lokale Klima, das gefühlte Klima zu messen und zu erforschen. Und es hat sich herausgestellt,
dass der große Erfolg dieses Stadtteils auch in der Vermietung dahin kommt, dass die Makler mit ihren Interessenten in dieses Bürogebäude gehen. Hier ist die Mietfläche, so und so viel Quadratmeter, und danach gehen die raus. Und sie merken plötzlich, boah, wir können draußen sein, wir können draußen stehen und es ist angenehm, weil in diesen Straßen zum Teil 8 bis 10 Grad weniger Temperatur gefühlt sind als im Zentrum von Riad. Also man hat einfach, und das ist schon ein deutlicher Unterschied, 10 Grad, man merkt einfach, hier ist es angenehmer, hier kann ich mich viel besser aufenthalten. Und das ist wirklich sozusagen ein Erfolgsfaktor für diesen Stadtteil, der sozusagen wieder diese alten Tugenden der Mittelalterstädte wieder aufbringt. Ein anderes Beispiel für den Umgang mit Mikroklima, bloß jetzt andersrum gedacht, ist unser Entwurf für ein City Center in Toronto, wo wir eine ganz andere Klimatik haben. Dort gibt es starke nördliche Winde, kalte Winde aus dem Norden, die es einfach sehr schnell immer sehr ungemütlich machen. Wir haben dann versucht, durch die Gestaltung des Volumens und der Zusammenstellung der Volumetrie dieser die Gebäude auf der Südseite vor dem Gebäude einen Ort zu schaffen, der durch das Gebäude sozusagen wie so ein, mit so einem Lehschirm geschützt wird und dort eben weniger Windgeschwindigkeiten aufweisen kann als in vergleichbaren anderen Orten nebendran. Und so wird dort sozusagen ein lokales Mikroklima geschaffen, das dazu führt, dass hier die Qualität des sich Aufenthaltenden erhöht wird und jetzt noch rechnerisch, aber wir wollen es gerne auch beweisen, dass sozusagen gefühlt 5 Wochen länger Zeit ist, um sich draußen hinzusetzen, weil es einfach nicht zieht, weil es nicht so bissig kalt ist wie in anderen Orten in der Stadt. Und das ist sowas, wo man sagen kann, dass diese Zusammenarbeit zwischen der Forschung und dem Ingeniösen und der Architektur damit eben zu Resultaten führt, die zu einem Mehrwert für den Nutzer, aber nicht nur für den Nutzer des Gebäudes, sondern eben auch den Nutzer der Stadt, der diesen Stadtraum nutzen kann oder bewohnen kann, bietet. Und mit diesem Ansatz, glaube ich, kommen wir auch immer wieder auf den Kern des unseres allen Arbeitens, und das ist der Mensch und die Bedürfnisse des Menschen. Das hatten wir heute ja auch schon angesprochen. Und ich habe jetzt verschiedene Beispiele, wie wir auch versuchen, über unsere Architektur, über unsere Gebäude, Gedanken des gesunden Büros, des wie schaffe ich einen gesunden Arbeitsplatz für die Mitarbeiter, für die Personen, die sich dann später jahrelang in diesem Gebäude aufenthalten müssen, dürfen, wollen, garantiere. Und ein Beispiel ist unser Spiegel-Headquarter in der Hafen City in Hamburg, wo wir zuerst nicht das DGNB-Zertifikat angestrebt hatten, sondern das Hafen City Umweltzeichen, was auch sehr, sehr starke und strenge Vorgaben gemacht hat. Liegen tut es sozusagen diametral gegenüber der Elbphilharmonie Richtung Hamburger Hauptbahnhof an neben der Erikusspitze. Und es besteht aus 2 Gebäudekörpern, Bürokörpern. Der eine, der rechte, der größere, ist dann die neue Heimat für den Spiegelverlag. Der linke, kleinere, ist das Erikus-Kontor, also ein Vermietobjekt für Büros. Und beides sitzt dann auf einer massiven Basis im Hafenverlauf. Die Idee dieses Hauses ist ganz einfach. Der Spiegelverlag musste untergebracht werden, er brauchte einen neuen Platz. Wir haben uns das Leben eines Verlagsmitarbeiters bei Spiegel ein bisschen anders vorgestellt. Fakt ist, da ist wirklich das Zellenbüro diktiert und es war keine Chance, den Spiegelverlag davon abzubringen, weil viele Redakteure sitzen mit ihren eigenen Informanten, die wollen den auch nicht mit ihren Kollegen teilen. Und die haben alle gesagt, nee, wir brauchen unser Zellenbüro, und wir haben uns den Mund fusselig geredet, wir haben es nicht geschafft, sie ein bisschen zu erreichen. Alleine Spiegel Online ist offener gestellt, das haben so ein Team Büros, die arbeiten schon wieder so, wie wir uns das eigentlich hätten denken können. Was sie gemacht haben, sie haben auch noch ein paar Reminiszenten aus ihrem alten Headquarter mitgenommen. Wer das kennt, das alte Headquarter wurde in allen Etagen durch Werner Panton, einen anderen Dänen, berühmt in den 60er, 70er Jahren, durch sein Interior Design ausgestattet. Und dieses Panton Design wurde dann in dieser Cafeteria dann auch nochmal übernommen und in den Neubau integriert. Außenbereiche sorgen dafür, dass man auch noch in der Mittagspause frische Luft schnappen kann.
Aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, dass wir dieses Umweltzeichen angestrebt hatten und versuchen wollten, wie können wir es schaffen, dieses Gebäude dorthin zu bringen. Und dieses Umweltzeichen hatte eben so fünf verschiedene Sternchen, fünf verschiedene Kategorien. Um diese Goldmedaille zu erreichen, musste man mindestens vier von diesen fünf zu erreichen. Und eine, die haben wir gewusst, können wir gar nicht erreichen. Und das war die, was auch ausgeixt ist hier in der Mitte, High Percentage of Organic Building Materials. Das ist einfach auch zu dem, vielleicht sogar heute, und ich möchte mal wagen, heute oder auch zum damaligen Zeitpunkt ungeheuer schwierig gewesen, ein modernes Bürogebäude mit den Brandschutzanforderungen und Anforderungen zu haben und dann über organische Materialien und Recycle-Produkte, die dann auch so zertifiziert sein müssen und nachgewiesen sein müssen, dieses Gebäude zu erstellen. Das heißt, also, der ist schon relativ früh ausgeschlossen und deswegen kam dann ein anderer wichtiger Faktor ins Boot. 20% der Büros mussten allergikerfreundlich ausgestattet sein. Und das ist schon was, wo der Spiegel sich damit auch natürlich auch wirklich vorwagt, weil es sehr selten ist bei Bürogebäuden, dass man sozusagen sich Gedanken gemacht, ja, wir haben einen steigenden Anteil an Allergikern bei uns in der Bevölkerung. Was passiert denn mit denen eigentlich an dem Arbeitsplatz? Welche Vorkehrungen muss ich für diese große und immer größer werdende Menschengruppe eigentlich bieten, um dort weiterzugehen? Und das geht wirklich in den Entwurf hinein, das geht in die Materialien hinein. Und wir hatten sehr umfassende Recherchen über die verschiedenen technischen Ausstattungen des Gebäudes, aber eben auch über die Materialien, die daran angepasst werden, möglichst Zirkulation der Luft zu vermeiden, dass man also keinen Staub aufwirbelt, deswegen also keine Heizkörper und so weiter und eben auch einen ganz, ganz bewussten Umgang mit den Oberflächen und den Materialien. Das hat uns dazu geführt, dass wir das auch gleich als ein bisschen so ein Forschungsthema genommen haben, weil wir gemerkt haben, wenn man über gesunde Materialien spricht, ist es ein ungeheuer Urwald, in dem man dann sozusagen eintaucht und erstmal sozusagen konfrontiert wird mit wahnsinnig vielen verschiedenen Anforderungen, die einem dann die an diese Materialien gestellt werden. Natürlich Gesundheit, Umweltfaktoren, auch die ethischen Faktoren, die bei Nachhaltigkeit immer ganz wichtig sind und eben dann ausgebreitet, was verstehen wir darunter, was sind das alles für Qualitäten, natürlich bei Gesundheit, die innergebauliche Luftqualität, die Vermeidung von toxischen Substanzen, sowohl beim Bau, aber zum Beispiel auch im Brandfall. Es bringt ja nichts, dass ich toll aus dem Gebäude flüchten kann, aber dann durch die toxischen Gase des Brandrauches dann auf der Hälfte liegen bleibe. Also von daher, das ist schon so wichtig, dass man sich das wirklich als holistisches System ansieht und dann versucht, dort diese Produkte zu analysieren. Und es gibt hunderte, wenn nicht, also Dutzende bis Hunderte verschiedene Zertifizierungsmöglichkeiten und Zertifizierungssysteme. Und es ist ungeheuer schwierig, sich über die Informationen von Homepages und so weiter da zurechtzufinden. Und deswegen haben wir zusammen mit einer großen Foundation in Dänemark so eine Materialstrategie entwickelt, um wirklich Materialien zu katalogisieren und dieses Material auch öffentlich zugänglich zu machen, damit man eine mehr objektive Herangehensweise an die Produktwahl auch haben kann. Weil im Einzelfall des Projektes ist es fast nicht machbar. Hier mussten wir wirklich drei verschiedene Materialkategorien nebeneinander vergleichen, auch ökonomisch vergleichen, und aus diesem Vergleich heraus wurde dann die Entscheidung getroffen, um das richtige Produkt zu finden. Und natürlich, das sagt man so, das müsste eigentlich immer bei jedem Gebäude da mit einspielen, aber es ist es halt nicht. Und gerade eben, wenn es um so Allergien und Werte geht, da ist noch ein großer Weg hin, um das in die gesamte Planung wirklich einfließen zu lassen, damit es sozusagen selbstverständlich ist, wie wir es als selbstverständlich ansehen, jetzt nachhaltig zu bauen und energiesparend bauen zu wollen. Ein anderer Faktor, das war jetzt sozusagen der Faktor Materialien, ein anderer Faktor ist das Gebäude an sich. Und da ist unser Headquarter für Siemens in München in der Innenstadt ein ganz gutes Beispiel, weil natürlich erstmal, dass die Lage von seinem Headquarter im Inneren, im Herzen der Stadt erstmal was Positives hat. Stefan Benisch hat heute in der Früh das gezeigt mit der alten Gründerzeitstadt, die Durchmischung der Stadt mit Wohnen und Arbeiten, die verschiedenen Funktionen, die wieder reinkommen. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass
dass das Headquarter an sich nicht unbedingt auf der grünen Wiese stehen muss, mit einem riesengroßen Zaun drumherum und sich abschirmen muss, sondern der Gedanke auch dieses Gebäudes war, nein, Siemens sitzt in der Mitte von der Stadt, integriert sich in der Stadt und lädt sogar die Stadt ein, durch das Gebäude durchzugehen. Und dieser Pfeil, dieser rote Pfeil hier unten ist gar kein Spaß, sondern es ist wirklich eine ganz ernst gemeinte und ganz wichtige Definition von Anfang an gewesen, dass Siemens gesagt hat, wir möchten wirklich, dass der Bürger, du und ich, da durchgehen können. Und das hat erstmal sozusagen natürlich richtig große Sicherheitsaspekte für so ein Unternehmen, für die Mitarbeiter in diesem Unternehmen, aber natürlich der Vorteil überwiegte und das ist diese Offenheit, diese Transparenz. Sie wollten einfach sozusagen München einladen und wir haben das dann umgesetzt und zur Eröffnung waren, glaube ich, 30.000 Münchner Bürger dort, um das neue Gebäude sozusagen zu inspizieren und mit Freibier anzunehmen. Lockt immer in München. Der Unterschied zwischen früher und heute ist der, dass man bei diesem Gebäude wirklich früher, das linke Bild zeigt das hier, da hatte man dieses kleine Löchlein hier, das war der Haupteingang zum Weltkonzern Siemens. Man kam 2 Meter weiter, dann kam ein Security Gate und dann war Schluss. Wenn man keinen Termin hatte oder nicht bei Siemens arbeitete, kam man nicht weiter. Heute ist es so, das ist dann das rechte Bild, dort ist eine Schneise, dort gehe ich rein in einen Verlauf von verschiedenen Höfen und kann durch diese Höfe vom Wittelsbacher Platz kommend durchgehen und habe sozusagen eine öffentliche Durchbewegung, die vom Platz aus mich hier durchleitet und dann nach Nordwesten hin komme ich dann zum Museums- und Pinakothekenviertel in München. Und diese Durchbewegung ist wirklich offen. Die ist wirklich für jeden 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Es gibt zwar Gitter, um es verschließen zu können in einem Krisenfall, die wurden bis jetzt noch nicht angewendet. Und das heißt also, da hat wirklich München wieder einen neuen Baustein sozusagen bekommen, um dieses Stadtgefüge wieder besser erlebbar zu machen und auch durchbeschreitbar zu machen. Und so gibt es jetzt eben diese Passage, durch die ich durchgehen kann, oder man kann sogar durch das Foyer gehen. Das ist der große Foyerraum und dieses Foyer ist auch zugänglich. Also da kann man reingehen, man kann sich eine Ausstellung anschauen. Das ist wirklich jetzt so eine ganz andere Mentalität, die diese Firma innerhalb der Stadt bildet. Und es ist in Frankfurt so, es ist in München so, die Firmen ziehen wieder in die Städte zurück. Sie wollen natürlich nicht nur sich zeigen, sondern sie wollen natürlich auch die richtigen Mitarbeiter anlocken. Sie müssen was ausstrahlen, um die richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Und diese Offenheit und diese Transparenz war für die Leute, die dort am Standort gearbeitet haben, eine Revolution. Gewohnt waren sie auch, jeder hatte so sein Zimmer, da wurden dann noch Fächer, wie viele Fenster hast du, wie viele Fenster habe ich gezählt, dann konnte man auch so ein bisschen Hierarchien bestimmen, wer ist denn schon weiter auf der Kette und so weiter. Und dieses ganze Denken musste aufgelöst werden, musste aufgebrochen werden und wir durften als Architekten dabei helfen, was wir natürlich immer gerne tun, um das zu machen. Aber dieses Projekt ist schon auch sinnbildlich dafür, dass man versucht, eben die Teeküchen zu zentralisieren, dass nicht jeder seine eigene Kaffeemaschine bei sich im Büro stehen hat, sondern dass man mal rauskommt, dass man mal aufsteht, dass man sich mal trifft. Diese zufälligen Bewegungen und Begegnungen, die entstehen im Alltag, sind ungeheuer wichtig, einerseits zur Rekreation, andererseits eben auch, um das Miteinander und den Wissensaustausch innerhalb eines Büros zu fördern. Also auch das Zelebrieren von Bewegungsflächen, dass ein Gang nicht eben nur ein Gang sein muss. Und dann zurück bis zum eigentlichen Bürogebäude, Bürobereich. Das ist jetzt wirklich so noch ein Bild vom gleich nach dem Einzug oder gleich beim Einzug. Da ist noch nichts unordentlich, wird sicher schon noch ändern und noch wohnlicher werden. Aber das ist natürlich wichtig gewesen, sowohl diese Effektivität einerseits auf dem Arbeitsplatz, dort an seinem eigenen Arbeitsplatz sitzen zu haben, andererseits den Bezug zu seinen Kollegen zu haben. Hier sieht man wirklich, man kann hier durch 3, 4 verschiedene Höfe durchschauen durch diese Glas. Man hat die Orientierung, man hat den Blickkontakt miteinander. Man kann sich nicht mehr verstecken und man möchte sich ganz sicher auch heutzutage nicht mehr verstecken, weil man möchte sich treffen, man möchte irgendwo interagieren, aber trotzdem diese Ruhe und die Sicherheit des Arbeitsumfeldes zu haben. Und natürlich dann arbeiten in verschiedenen Methoden und auf anderen verschiedenen Art und Weisen. Nachhaltig ist es dann auch noch, da brauche ich jetzt gar nicht heute drauf eingehen, aber dieses Projekt wurde sowohl DGNB Platinum als auch LEED Platinum zertifiziert, indem man zum Beispiel durch die Schrägstellung der Innenhoffassaden
mehr Tageslicht in die Büroflächen im Gebäude generiert hat. Dadurch kann mehr Tageslicht rein. Man muss natürlich auch durch Sonnenschutz abwehren können. Aber gerade dieses auch dann vom Einzelnen selbst zu steuernde führt dazu bei, dass sich Leute mehr wohlfühlen und ihre persönlichen Bedingungen auch gut anpassen können und dort auch ausleben können. Und ein anderes Beispiel, wo es jetzt nicht so sehr, oder wo es auch ein bisschen ums Gebäude geht, das ist der Hauptsitz von Novo Nordisk in Dänemark. Das durfte ich noch bauen, bevor ich nach München ging. Novo Nordisk ist der Weltmarktführer für Insulin. Kennt ihr jemanden, der Insulin spritzt? Dann hat er sicher so einen kleinen Pen und so 70% ist dieser Pen von Novo Nordisk. Also die sind sehr, sehr groß, ein großes Firma, sehr, sehr ingenieurlastig und denen durften wir ihr neues Headquarter nördlich von Kopenhagen in Bauswer bauen. Dieses Gebäude, ein rundes Gebäude mit einem großen Atrium in der Mitte, was dann sozusagen so durch eine große, große Treppe alle Geschosse verbindet, ist eben auch so ein bisschen so ein Anspruch drauf, von der Leitung von der Firma auch zu sagen, ja, wir setzen Bewegung als erstes. Dieses sich zum Arbeitsplatz zu bewegen, die Dänen fahren eh viel mehr Rad als die Deutschen, das heißt, viele radeln dorthin, aber auch dann im Alltag eher die Treppe zu benutzen. Die Aufzüge sind bewusst an den Rand geschoben, versteckter, damit man nicht sozusagen diese Lust hat, sofort den Aufzug zu nehmen, sondern es geht halt einfach schneller, die paar Stufen hochzuspringen. Und das ist einfach so auch ein Mantra, was man sozusagen architektonisch umsetzen kann, hier durch diese geschwungenen Formen des Atriums. Wichtig auch, diese Bereiche zu haben für diese Breakouts, für die kleinen Cafeteria-Pausen, für das Geburtstagfeiern des Kollegen oder den Hochzeitstag oder was weiß denn ich. Und eben viel Tageslicht. Das ist natürlich in Dänemark ganz wichtig, dass man in solchen Atrien viel Tageslicht reinbringt. In den Gemeinschaftsbereichen als auch am Arbeitsplatz. Und Sie können sich vorstellen, dass ein rundes Gebäude per se immer mehr Fassadenfläche pro Arbeitsplatz bietet, als wenn ich das in eine eckige Kiste einsperre. Also daher kam dann auch der Gedanke dieses runden Gebäudes. Aber es war jetzt nicht nur das Gebäude an sich, sondern es war sozusagen der gesamte Masterplan. Und das sehen Sie ganz gut eigentlich da dargestellt. Wir haben das in Zusammenarbeit mit einem berühmten dänischen Landschaftsarchitekturbüro gemacht, SLA heißen die. Und wir haben eigentlich sozusagen ein Stück ursprüngliche Moränenlandschaft in Dänemark mit Wald genommen und in ein furchtbares Industriequartier eingepflanzt. Diese Industriequartiere kennen wir alle, viel, viel Asphalt, nur Parkplätze, man sieht nur Blech, man hat eigentlich gar nichts, auf was man schauen kann. Und das war ganz wichtig für die Firma, dass der Mitarbeiter, der aus dem Büro schaut, nicht auf eine Blechlawine schaut, sondern auf was Grünes. Dass dort ein Ort ist, wo ich positiv ein, was ja, positiv auf mich einwirkt. Und das hat der Rest der Umgebung hat das einfach nicht gemacht. Das sind öde Parkplatz Zwischenräume zwischen den Gebäuden. Und so ist dieser Ort wirklich so eine kleine grüne Oase geworden in diesem Industriegebiet, wo sich die Leute treffen, wo sie wirklich durch so ganz ursprüngliche Natur mittags mal einen Spaziergang machen können, sich besprechen können und diese Natur erleben können und so ein bisschen mal ein bisschen weg sind von dem anderen, was sonst noch da drum ist. Also dieser Wechsel und dieses Bewusste, mal so ein bisschen Abstand nehmen von dem, was dann war, kann man hier sozusagen fast schon kontemplativ auch, indem man sich dann dort ein bisschen auf diesen Wegen geht. So, das geht also jetzt eher nicht nur sozusagen um die Qualität des Büroarbeitsplatzes an sich, des Bürogebäudes, sondern es geht auch wirklich um die Qualität des Umfeldes, wie komme ich zur Arbeit, was sind für Qualitäten entstehen da, gerade in so einem Bereich, hier sind wir außerhalb der Stadt, wo eben diese urbanen Qualitäten, die wir so alle so schätzen, nicht per se gegeben sind, sondern hier geht es wirklich um Natur und Bewegung. Also, was uns als Mantra für als Büro immer ganz wichtig ist, der Mensch zuerst, der Mensch steht im Mittelpunkt all unserer Planung. Und natürlich wollen wir den Menschen in schöne Räume einpacken, die Räume, die ihn beschützen und Gutes für ihn tun. Und am besten macht man das mit Tageslicht, mit bewusstem Umgang für die Qualitäten, sowohl an Tageslicht als auch Materialien und so weiter, die den Menschen im Arbeiten und im Leben unterstützen. Und dafür, denke ich, sind wir Architekten da. Vielen Dank. Also Stadtplanung haben wir gesehen, ist ein ganz wichtiges Thema bei Henning Larsen Architects auch. Inwiefern ist denn der Weg zum Büro also schon auch Teil des Büros eigentlich? Kann man das sagen? Ich denke schon. Ich glaube, dass es viele Firmen gibt wie Google, Microsoft oder andere, die in den letzten Jahren vom Umland nach München reingezogen sind
um näher an den Mitarbeitern zu sein, die meist keine Lust mehr haben, ein Auto zu besitzen oder mehr Lust haben, nach der Arbeit noch schnell ein Bierchen trinken zu gehen oder sowas. Ich glaube, dieser Bezug dazu, was ist das Umfeld um den Arbeitsplatz herum, wenn ich in der Früh komme, ich muss meine Kinder abgeben oder am Abend, ich möchte jemanden treffen, ist genauso wichtig wie der Arbeitsplatz an sich. Das heißt, entweder ich schaffe so eine Qualität im Urban oder ich muss es irgendwie schauen, dass ich in dem Konglomerat, wo sich diese Firma befindet, auch andere Angebote schaffe, die vielleicht dann dazu dienen. Also der Ort letztendlich, um den es dann geht, ja, in dem man sich befindet, auch fürs Gefühl einfach, dass man weiß, wo man arbeitet und sich auch identifiziert mit diesem, genau, Ort, oder? Ja. Ja. Wahrscheinlich auch dann über die Architektur an sich, des Büros, des Gebäudes, in dem man dort arbeitet. Wie wichtig ist das für die Bauherren, dass da was Einzigartiges entsteht? Kommt auf den Bauherrn drauf an. Okay, bei Spiegel zum Beispiel. Ich denke schon, dass Bauherren ganz bewusst sind, wenn sie sich auf das Spiel mit einem Architekturwettbewerb einlassen, um was Neues bauen zu wollen. Man könnte sich ja auch irgendwo x-beliebig reinmieten, aber ich denke mal, dass gerade für viele Bauherren aus dem Bereich, wo es notwendig ist, hoch oder höchst qualifizierte Mitarbeiter zu suchen, es eine entscheidende Rolle spielt, was ich anbieten kann. Und das geht von der Architektur mit der Architektur an und hört beim ökologischen Mittagessen auf. Also es ist ein Gesamtpaket, das man bieten muss. Und ich denke, dass die Architektur einen ganz entscheidenden Faktor da spielt, was dann der Arbeitgeber seinem vielleicht zukünftigen Arbeitnehmer anbieten kann. Und wir haben gehört, auch die Bewegungsflächen, Bewegung an sich ist anscheinend auch ein ganz wichtiges Thema. Heißt es dann im Umkehrschluss, sind Büroarbeiter generell eigentlich faul geworden, was Bewegung angeht? Ich glaube nicht faul, aber ich glaube, man sollte sie immer dazu noch animieren und es ist auch, glaube ich, notwendig zu animieren, sich zu bewegen und sich zu begegnen. Und dafür kann Architektur einen Teil der Leistung bringen. Ich denke, wir kennen es alle, dass man an seinem Platz sitzt und die Zeit vergeht und man dann doch zu lange gesessen ist und vielleicht dann doch mal sagt, okay, jetzt muss ich mal aufstehen. Ich habe selbst so einen Hebesenketisch und manchmal muss ich mich auch manchmal am eigenen Schlawittchen packen und sagen, jetzt fahre ich ihn mal hoch und jetzt ändere ich mal meine Arbeitshaltung. Also das ist noch nicht so drin und das muss man sich immer wieder sozusagen bewusst werden, um da was zu ändern. Es geht nicht per se. Ich fand es ja auch spannend, als Sie gesagt haben, beim Spiegel hat man auf Zellenbüros quasi bestanden, natürlich aus bekannten Gründen, weil Redakteure und Journalisten auch mal ihren eigenen Bereich brauchen sozusagen. Aber ist es denn wirklich so, dass das Büro der Zukunft, so wie wir uns das in der Theorie vielleicht vorstellen würden, gar nicht mit jeder Branche umsetzbar ist? Erstmal das, ja. Es gibt Branchen, die sind ein bisschen hartnäckiger drin in der Umstellung als andere Branchen, ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass das offene Büro oder diese Welten, die jetzt auch öfters gezeigt werden, nicht die Alleinlösung sind. Ich glaube, der Hang zum Büro oder zum Konzentrationsbereich, den ich auch brauche in meiner Arbeit, der muss auch gedeckt werden. Und ob das jetzt das Zellenbüro ist oder einfach nur ein super akustisch geregulierter Ort, nicht sowas wie hier, sondern wirklich was, wo man so sich vertiefen kann. Ich glaube, das sind viele, viele Faktoren, die dazu beitragen, dass ein so ein Konzept mit flexiblen Arbeitsbereichen funktioniert oder nicht. Aber ich glaube, den Hang dazu, dass es immer wieder so Konzentrationsbereiche gibt, wird es immer geben. Ich habe so letztens mal jemanden einen Vortrag halten gehört, der gesagt hat, dass die Millennials, also die Generation Z, die jetzt so auf den Arbeitsmarkt langsam kommt, aufgrund der Unsicherheit der Welt dieses Geborgenheitsgefühl wieder brauchen. Also vielleicht gibt es auch wieder eine Welle zu mehr, nicht unbedingt einer Büros, aber doch zu mehr so kleineren Einheiten, so Units, wo man sich zusammentut und eine Art Büroatmosphäre schafft. Ja. Der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch im Mittelpunkt. Ja, okay. So ist es. Vielen Dank, Herr Rosch. Vielen Dank. Danke.